Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo. Wir schlendern hier jetzt wieder mal herum ein bisschen. Der Regen hört auf, das ist gut. Ich wollte dem Fluss entlang zurückgehen. Aber nur hier vom Wald ausgehend, weil ansonsten werde ich glaube ich sterben. Weil da hinten gibt es noch Lurker und ich glaube, an Lurker schaffe ich noch nicht. Stimmt, hier unten sind Goblins. Ich werde mal versuchen, einen zu killen. Kann er schon? Kommt er schon? Noch nicht, ne? Jetzt vielleicht? Drei sind hier. Sind gute Erfahrungspunkte. Und Goblins müssten wir normal schon besiegen können. Hallo. Einer wird mir reichen. Hallo? Ah, jetzt. Und rückwärts. Nanu? Jetzt aber könntest du schon sterben, Viech. Geht ja. Sehr gut. Mole Rat Fett, gebratenes Fleisch und Bergmoos. Sehr gut. Apropos Fleisch. Ich glaube, wir gönnen uns mal schnell einen Happen. Da. Mahlzeit. Ja. Und werden uns gleich dem nächsten Goblin stellen. Da werde ich auch gleich einen Spielstand erstellen. Spielstand Nummer 12. Ja, bitte. Da sehe ich gerade, hier liegt noch eine Waffe. Ein rostiges Schwertelein, das eine Maut durchmacht. Ja. Und jetzt, mein Herr, meine Dame, wer auch immer Sie sind, kommen Sie? Ja. Angry Goblin, Angry Goblin. Und bam, 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 au. So, oh, das ging gut. Das ging sehr gut. Münzen, ne Waldbeere und Fleischwanze. Also Wanzenfleisch, so. Und dann haben wir den nächsten Goblin. Ich glaube, das müssten dann alle sein. Alle guten Dinge sind drei. In der Höhle, ja, sag einmal. Jetzt auch. Was wollte ich sagen? Hier beim Wasserfall gibt es normalerweise eine Höhle. Und da möchte ich auch rein. Schauen, was es da gibt. Ich hoffe, dass wir nicht unseren Tod finden. Vielleicht wohnt da auch schon ein Lurker drinnen. Mittlerweile. Damals, glaube ich, war da niemand drin. So, deshalb versuche ich mal mein Glück. Ja, da ist ein Lurker drin. Ich habe ihn, glaube ich, gerade gesehen. Ja. Ja, ja. Das ist schon... Ja. Gut, dann laden wir mal, weil gegen einen Lurker habe ich noch keine Chancen. Ich wollte es nur mal wissen. Das war so offensichtlich jetzt mittlerweile, oder? Wenn da drüben schon ein Lurker-Nest ist, kann hier unten drunten ja nur sein Mistviech wohnen. Gut. Dann halt das für später. Haben wir eh noch einen Haufen Blutfliegen. Bitte eine Blutfliege nach der anderen. Ja? Hey, dreh dich. So, jetzt sterbe ich noch, oder? Ah ja, jetzt sterbe ich noch. Okay. Nochmal laden. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass, dass eine zweite Blutfliege kommt. Ja. Und essen sollte ich auch. Essen sollte ich auch. Die kann ich noch nicht führen, oder? Na, da fehlen mir 10 Stärkepunkte. Okay. Okay. Okay, dann für später. Ich puste ins Mikro, das ist nicht gut. So, lala. Mahlzeit. So. Gut, dann halt noch einmal. Muss ich noch ein Stück weiter zurückgehen. Okay. Werde ich da an der Wurzel hängen. Schön.
Da nochmal. Sie dreckiges Insektenviech. Hallo. Ja. So. Nix wie weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Und zack. Super. Voll verfehlt. Au. Au. Aber wir haben sie. Sehr gut. Looten kann ich sie natürlich jetzt nicht. Aber mir geht es jetzt rein um die Erfahrungspunkte. Ich weiß, man sollte das eigentlich nicht machen. Ich hoffe, ich zahle da nicht mal drauf. Aber ich will unbedingt Erfahrungspunkte haben. Und deshalb mache ich das. Ich möchte unbedingt die nächste Stufe aufsteigen, um Lernpunkte zu kriegen. Das wäre mir sehr lieb. Natürlich wird das auch wieder gespeichert, weil Blutfliegen sind jetzt nicht ganz so einfach zu besiegen. Noch nicht. Das kommt dann schon noch, aber noch nicht. So. Guten Tag. Oder guten Abend, besser gesagt. Ja. Und rückwärts. Ich hoffe nur. Ja, passt, das müsste reichen. So. Wir haben gucken, wenn du stirbst, Mistviech. Sehr gut. Halt, Blutfliege. Da habe ich gerade gedacht, ich hätte ihre Schrift gesehen. Das ist komisch. Wäre jetzt sehr komisch gewesen. Aber wer weiß, es hat ja geheißen, es gibt neue Items. Vielleicht. Aber nee, das wird nicht passen. Hat ja auch der Jägermeister auch gesagt, dass das, was wir bisher gelernt haben, eigentlich für Reptilien wie Lurker und Bestien wie Wölfe zu gebrauchen sind. So. Ja, der nächste. Geht ja. Weil ich möchte halt jetzt wirklich dann so bald wie möglich das Kochen. Hoppala. Das Kochen lernen. Wo ist er? Da. Das wäre mir nämlich ein Anliegen. Dann können wir. Vielleicht gibt es ja auch Rezepte wie Kompott. Dann werde ich es bereuen, dass ich die Waldbeere verjausnet habe. Aber unser Held kann sich nicht nur von Fleisch ernähren. Er braucht auch mal ein paar Vitamine. Ja. Tja. Da, 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 da. Zack. Hoppala. Okay, jetzt wollte ich das episch machen, aber das ging episch in die Hose. Episch in die Butlerhose. Jawohl. Ja, es war schlecht. Das hat sich gerade angeboten. So, da haben wir eine Pflanze, eine Seraphis. Die nehmen wir sehr gerne mit. Da vorne sehe ich, glaube ich, einen Scavenger. Vielleicht ein Rudel wieder, also zwei. Das heißt, ich muss vorsichtig sein. Ich werde vielleicht sogar mit meinem Bogen bullen, aber dann werde ich wahrscheinlich beide wieder. Dann werde ich wahrscheinlich wieder beide hier. So. Jetzt müsste ich nochmal mit der Taste 1 und 2 switchen können. Ja, es sind 2. Ich probiere mein Glück. Okay, das ist für den Hugo. Alter. Ja, ist ja schon gut. Gar nichts treffen? Überhaupt nichts treffen. Okay, das mit Pfeil und Bogen ist für den Hugo. Wer hätte das gedacht? Dann halt drauf losstürmen. Ja. Ja, das ist auch keine gute Idee. Auch. Ja, ich wollte es mal probieren. Auch noch keine gute Idee, drauf loszustürmen, aber dass Pfeil und Bogen gar nichts bringen, das ist halt schon. Aber sie sind jetzt wach. Nein, doch nicht. Schade. Ich hatte halt gehofft, ich könnte ihn einzeln pullen, aber da es jetzt Nacht ist, schlafen die Biester ja, ne? Nix gut. Ich müsste die Bestien halt schneller töten. Wäre auch schon geholfen, ne? Oder ich lasse die noch. Ich schaue mich weiter beim Fluss hier um.
ob's Blutfliegen noch gibt und kommt dann bei Tagesanbruch zurück. Aber ich glaube. Oh Gott. Ah, ein Mole Rat. Na, dann komm her. Ja, ja. Ja, ja, ist schon gut. Komm einfach. Ja, komm. Bei Fuß. Ja, komm. Ja, komm. Trau dich nur. Dann komm mal dich. So, der erste ist hin. Der zweite gleich hinterher. Und zack. Passt, das ging gut. Eine Steinwurzel haben wir auch noch bekommen. Rohes Fleisch. Da möchte ich auch nicht allzu viele jetzt verbraten. Weil vielleicht können wir damit auch einen Eintopf kochen oder so. Oder eine Fleischbrühe, ne? Davon haben wir das Scavengers. Davon haben wir Blutfliegen. Eine glaube ich noch. Ja. Da speichere ich nochmal kurz. Zur Not müsste ich ins Alt... Boah. Fühlen die sich jetzt wirklich von der Blutfliege hier bedroht? Sind das kleine? Na, normale Scavengers. Na, würdest du sterben schneller? Du ekelhafte Blutfliegenscheiße. So. So muss das ausschauen. Was? Ich habe nichts gesagt. Holla, die Waldfee, die haben mir jetzt ordentlich eine reingehauen. Ich werde mal ein bisschen Fleischwanzen-Ragout essen. Ja. Runter damit. So, und ein Stück Fleisch dazu. Und eine Beere. So, jetzt müsste wieder passen. Sehr gut. Gut. Dann hätten wir das jetzt auch schon. Davon ist, glaube ich, noch eine Blutfliege, ha? Mhm. Das trifft sich gut. Komm her. Aha, die Gardisten schon. Würdest du? Sehr gut. Ich glaube, ich muss kurz husten. Einen Moment. So, jetzt sollte es wieder gehen. Hüstele, Hüstele. So. Tagesanbruch, genau. Gehen wir mal kurz zu Diego. In sein Häuschen. Wenn ich Glück habe, schläft er noch nicht. Dann können wir das sein Bettchen vielleicht nutzen. Sonst muss ich schnell zu unserer Hütte laufen. Ich blute nur, ist nichts Schlimmes. Kein Problem, es sind nur zermatschte Waldbeeren. Genau. So. Habe ich hier was übersehen? Schau, ein Bier. Lol, lol, da ist Bier. So. Guten Tag, die Herren. Guten Abend in dem Fall. Ja, ich bin etwas angeschlagen. Aber ist nicht so schlimm. Ja. So, Herr Diego, ich fürchte, er schläft schon. Na, ich habe Glück. So. Schauen wir mal. Schnarch, schnarch. Blut mal sein Bett voll. Besser sein als unseres. Bis zum nächsten Morgenpennen. Ja, genau. Jetzt sind wir auch genesen. Danke, Diego. Das war sehr nett von dir. Du musst ein Lagerfeuer anzünden. Treten hilft da nichts, mein Freund. Muss man ihm ja aufklären. Okay, wir haben das halbe Lager voll geblutet. Hoppala. Das war keine Absicht. Ich gehe jetzt nochmal zurück, die Scavenger killen. Und dann könnte ich auch glatt mal schauen. Oh, dann haben wir auch eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut, das wollte ich nämlich gerade wissen. Das
Das ist gut. Dann können wir auch vielleicht gleich mal lernen, dass wir unseren Morgenstern da, wie der hieß, schwingen können. Sprich, ein bisschen Stärke lernen. Vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei und wir können noch das Kochen lernen. Also werden wir noch die Lernpunkte dafür haben. Ich hoffe schon. Ich glaube schon. Wir werden es sehen. So. Die Scavengers, die müssen irgendwo da vorne sein. Halt, da ist noch ein Schwammerl. Zwei sogar. Ein aufheben bitte. Ja, danke. Den auch. Super, hast du das gemacht. Super. So, da vorne müssten die Biester schon irgendwo sein. So. Da. Wusste ich doch, die sind hier irgendwo. So, ein weiteres Mal wird gespeichert. So, es ist gleich viel besser, wenn es hell ist. Ist für euch auch besser. So, die Herrschaften. Einer bitte. Nur einer. Die Blutfliege da hinten killen wir dann noch. Ja. Ha, ich war schneller. Wupp, 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 wupp. Stufe gestiegen. Supi. Ich freue mich, ich freue mich. Nice, nice. So, nochmal speichern. Und jetzt den nächsten Scavenger. More Drama. Ich habe ja ein bisschen Salat mal essen, so zwischendurch. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Und noch schnell speichern. Und dann geht es dem Blutfliegel an den Kragen. An den Stachel. Ja, noch nicht. Das kann ich ja noch nicht. So, ich muss nur aufpassen. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Loch. Dass ich nicht runterstürze. Da hinten wären auch ein paar Scavenger. Ach, da habe ich immer... Mal schauen, ob ich die noch erwische. Ohne die Schnappis zu pullen. Aber die Schnappis sind, glaube ich, da vor uns. Da ist das Loch, das ich gemeint habe. Hier kann man durchaus sehr böse aufschlagen. So, und hier speichere ich jetzt nochmal. Und versuche, die Scavenger noch zu erbeuten. So. Da drüben muss ich aufpassen. Und hier. Guten Tag, die Herrschaften. Ich möchte euch bitte gerne massieren. Ja, der erste schon mal. Und rückwärts. Oha. Oha. Das war zu wenig weit weg. Das war viel zu wenig weit weg. Das war mehr Glück als Verstand. Ist mir das gerade echt geglückt? Wow. Ich bin gerade positiv von mir selber überrascht. Mhm. Okay. Das war reines Glück. Will ich nur mal anmerken. Bist du gescheit. Da hat es jetzt mal ein Essen verdient, ein anständiges. Auch mal ein Stück Käse. Und ein Stück Brot. Was da oben, glaube ich, noch irgendwo war. Hier. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal darüber, ne? Gespeichert habe ich eh. Zur Not kann ich jederzeit umdrehen. Heilkräuter. Noch mehr Heilkräuter. Trollkirsche. Wow. So. Da oben sind Schnapper. Okay, da gehen wir nicht hin. Hier ist ein Wölfchen. Okay, wow. Hoppala. Ach, so elegant anspringen. Der kann das. Ich kann das nicht.
Sauerei, aber ein Fell und Zähnchen sind unser. Sind hier noch mehr drinnen? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe nicht. Nein. Ein Orkblatt. Und ein Höllenbild. Mehr nicht? Mehr nicht. Okay. Ja, besser als nichts. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da hat das Wölfchen jetzt blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. Gut. Gut, gut. So. Habe ich jetzt zwei Scavenger übersehen? Oh, das ist ein Wölfchen. Wo kommt der her? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Wer bist denn du? Ja, schau. Du könntest ihn ruhig treffen, bevor ich sterbe. Aha, das war jetzt interessant. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da jetzt sterbe. Der hätte jetzt überhaupt nicht mittun wollen. So ein Arsch. So, würdest du das jetzt bitte mal aufheben wieder? Das Heilkraut da hinten auch bitte. Dann gehen wir halt um die Wurzel herum. Jetzt da. Ja, danke. Und nochmal. Gleich die Waffe zücken. Nochmal den Wolf da killen. Jetzt sind es auf einmal zwei. Hä? Kommt man da jetzt mit? Hä? Okay, keine Ahnung. Vielleicht waren es immer zwei und ich habe ihn übersehen. Oder es hat sich jetzt nur komisch angehört. Egal. So, ich esse noch schnell was. Nom nom. Nom nom. Zück meine Waffe. Geh kurz speichern. Weil jetzt ist es mir zu gefährlich. So. Tatsächlich sind es zwei. Wie konnte ich den einen übersehen? Ah, vielleicht war das der, der unten spazieren gegangen ist. Das könnte sein. Dass der jetzt hier gespawnt ist. Mir soll es recht sein. Mehr Felle und Zähne für uns. Gut, nochmal den Höllenpilz und das Orkblatt looten. Tja. Jawohl. Und. Jawohl. Und weiter geht's. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Jetzt bin ich gespannt, ob der streunende Wolf da unten jetzt weg ist. Oder ob es im Endeffekt dann drei gewesen wären. Das ist voll interessant. Na, ich glaube, das war der eine. Das ist aber schon interessant, dass die ihren Bau mittlerweile verlassen. Das ist schön einerseits. Ah, da fällt mir noch ein, konnte man bei dem Jäger da oben lernen mit den Stacheln? Ich habe vergessen, bei wem das war. Mir kommt vor, das war recht spät. Ich schau mal, was die Burschen da für uns, ob die uns was beibringen können. Drax. Hallo? Nix. Und du? Redford. Auch nix. Okay, na, da war nix. Dasselbe dann wahrscheinlich wie bei Aiden, wenn sie was beibringen hätten können. Okay. Jetzt bin ich da irgendwie unabsichtlich... Habe ich unabsichtlich zwei Scavenger eigentlich vergessen, ne? Oder? Bin ich jetzt doof? Die zwei? Dann bin ich gleich zur Blutfliege, ne? Weil da oben hätten jetzt noch zwei sein müssen, ne? Die mache ich noch schnell kaputt. Dann ist das ein Scavenger-Schlachtpart. Mit diversen Hindernissen. Was genau? Und dann werde ich zurückgehen zum alten Lager. Und werde dann versuchen, mit diesem Mordrag nach Möglichkeit unbeschadet ins neue Lager zu gelangen. So, da müssten sie jetzt irgendwo sein, glaube ich. Oder waren das eh die? Na, das waren dann die beiden. Mehr als die zwei gab es da nicht. Okay, dann war das jetzt ein Reinfall. Entschuldigung. Okay. Dann waren das nur die beiden. Ich dachte, da waren vier gewesen. Egal, dann waren es nur die zwei. Ist auch gut.
Da ist noch eine Blume, also eine Pflanze, ein Kraut. Zwei sogar. Drei sogar. Wow. Gepasst. Gut. Dann ist hier soweit clear. Bis wir halt einen Kapitelwechsel machen. Und dann werden die Viecher wieder spawnen. Also nicht alle auf einmal, aber ich glaube ein paar Stück. Ja, ich habe mich echt getäuscht. Da ist kein Scavenger mehr. Ja, okay. Dann ist halt niemand mehr da. Muss ja nicht. Haben wir halt weniger Erfahrungspunkte. Kann man eh nichts machen. Jo. Gibt's zu, ihr wart's das. Ihr habt die verschwinden lassen. Die waren wahrscheinlich hungrig. So. Also, wir müssen einmal, ich gehe mal gleich hier quer durchs Lager durch. Dann werde ich mich vielleicht nochmal hinlegen. Mal schauen. Bin mir noch nicht sicher. Aber was lernen wäre jetzt auch noch nicht schlecht, ne? Da muss ich in die Richtung hier. Was lernen wäre nicht schlecht. Warte mal ganz kurz. Schon wieder verkehrt. Hier. Wir haben... Wie viele Lernpunkte? Lebensenergie, bla bla. Lernpunkte 25. Jetzt könnte ich tatsächlich 10 opfern für Stärke. Den Langbogen kann ich zwar noch immer nicht führen, aber wir werden schon mal ein bisschen stärker. Dann habe ich da noch 5 Punkte zum Dranscheln, das heißt, ich könnte auch das Kochen lernen. Jo. Wäre eine Idee, oder? Du, Diego. Hey, du. So auf Augenhöhe. Hier sind meine gesammelten Münzen. Ah ja, stimmt, das könnte ich auch machen. Jo, gib her, da, ne? Gute Arbeit, her damit. So, hier ist wie vereinbart für jede Münze ein Brockenerz. Ja, ich wollte nicht... Wahrscheinlich könnte man 2 nehmen, aber naja. Falls du wieder welche findest, du weißt ja, wie du sie loswerden kannst. Dann die Liste, das... Lass ich jetzt mal noch. Kannst du mir was beibringen? Ja, bitte. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, Stärke wäre cool. Einmal. Und nochmal. Und das wär's. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja. Mach's gut. Für die Gott. So. Meine Items. Jetzt kann ich nämlich, zack, den Morgenstern ausrüsten. Der ist jetzt ein bisschen stärker als unser Schwertel hier. Um 15 Schadenspunkte, gar. Das ist viel. Ja, das gefällt mir. Das ist schon gut. Dann können wir nämlich den Rest hier sauber verkaufen. Und hier benötigt das Geschick 40. Ja, das geht noch nicht. Der Kurzbogen geht, aber der Langbogen, das ist noch nicht möglich. Macht dir nichts. Wir gehen jetzt noch schnell zu Snuff. Ich bilde mir ein, bei dem konnte man das Kochen lernen. Na, Mut. Puh, dachte ich schon, der redet mit mir. Alter, ich wollte ihn gerade super ausweichen, jetzt bin ich voll reingelaufen. Mein Herz. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Ja. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ja, und jetzt noch lernen, bitte. Lern mir das Fleischschwanzragout. Bring mir bei, wie man das kocht, bitte. Du fängst an, indem du das Wasser erst einmal zum Kochen bringst. Sobald es kocht, gibst du die Hüllenpilze in den Topf. Von da an ist wichtig, dass du immer schön umrührst. Nach einer Weile gibst du dann die Fleischschwanzen zu. Das musst aber immer... Nach den Höllenpilzen in den Topf. Okay, du willst es riechen. Du wirst es riechen, sobald es fertig ist. Ah, okay. Aber normalerweise gibt man immer das Fleisch zuerst in den Topf. Wahrscheinlich ist das gerade der Schmäh dran. Aber normalerweise sollte man immer zuerst, wenn man was kocht, immer das Fleisch vorm Gemüse reingeben. Oder? Okay, ich darf den Kessel nicht benutzen. Vielleicht darf ich woanders da mal kochen. Vielleicht muss ich ihn fragen, ob ich das benutzen darf. Egal.
So, dann würde ich sagen, wir schauen bei unserem trauten Heim noch kurz vorbei. Legen uns noch kurz aufs Ohrwaschel. Das Häuschen ist da vorne, glaube ich, ne? War es das da? Nein. Das da war es, oder? Ich verwechsel das immer. Was, war das jetzt mein Haus? Nein. Entschuldigung, ich habe mich am Haus geirrt. War es doch da oben. Entschuldigung, dann war es doch das hier. So, ich werde noch kurz bis Mittag schlafen. Oder? Ja. Nein? Bis zum nächsten Abend, bis zum nächsten Morgen. Machen wir nächsten Morgen. Dann ist es länger hell. Ja, passt. Ein neuer Tag. Genau. Dann kann ich eigentlich gleich darüber hatschen. Hüpf. Das wäre so ein Gardistentrottel. Den will ich ausweichen. Ich will keinen Erz zahlen. Fletcher. Aber der will, glaube ich, eh nichts mehr von uns. Der ist eh schon garantig genug, weil er jetzt Neck seine Arbeit mitmachen muss. So, noch ein Stück nach vor, passt. Dann schnell runter hier, hüpf. Und zu Mordrak. Hüpf, hüpf. So, dann schauen wir mal, wie er uns ins neue Lager geleiten kann, ne? Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.